In diesem Video stellen wir Ihnen Sauerstoff und Stickstoff in ihrem flüssigen Aggregatzustand vor und demonstrieren die paramagnetische Eigenschaft von flüssigem Sauerstoff. Anwendungsbeispiele von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff in der Praxis runden diese Folge der Aha-Erlebnisse aus der Physik ab. Wir haben hier flüssigen Sauerstoff, minus 183 Grad Celsius. Wir sehen, dass der flüssige Sauerstoff eine bläuliche Farbe hat. Wir sehen, dass er hier siedet. Also die Blasen, die hier aufsteigen, sind dampfförmiger Sauerstoff. Und wir sehen, dass das Ganze auch so kalt ist, dass die Luftfeuchtigkeit, also das Wasser in der Luft, hier außen anfriert. Man nennt das Resublimieren. Jetzt wurde gerade ein bisschen weggewischt und wir sehen den Unterschied zwischen dem Glas und dem Teil hier, wo das Wasser, der Wasserdampf der Luft hier anfriert. Kurz zusammengefasst, also die bis hierhin ersichtlichen bzw. erwähnten Eigenschaften von flüssigem Sauerstoff. Sauerstoff hat eine bläuliche Farbe, der Siede- bzw. Kondensationspunkt liegt bei minus 183 Grad Celsius oder in Kelvin ausgedrückt bei 90 Kelvin. Hier sei angemerkt, dass 0 Kelvin den Ursprung der absoluten Temperaturskala angibt, also den unteren Grenzwert für die Temperatur. In Grad Celsius ausgedrückt sind das minus 273,15 Grad Celsius. Salopp gesagt, Kälte geht nicht. Die Bezeichnungen der Übergänge von Aggregatzuständen in einen anderen ist in folgender Abbildung dargestellt. Das im Video sichtbare Sieden bezeichnet den im Vergleich zum Verdunsten raschen Übergang von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand. Das Kondensieren bezeichnet genau umgekehrt den Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Aggregatzustand. Nun sei die paramagnetische Eigenschaft von flüssigem Sauerstoff dargestellt. Paramagnetismus ist eine der fünf in der Physik vorkommenden Ausprägungen von Magnetismus. Daneben gibt es noch Diamagnetismus, Ferromagnetismus, Ferrimagnetismus und Antiferromagnetismus, auf die im Folgenden jedoch nicht näher eingegangen wird. Unter Paramagnetismus versteht man also die Eigenschaft von bestimmten Stoffen, sogenannten Paramagnetika, in einem externen Magnetfeld eine Magnetisierung aufzuweisen. Diese Eigenschaft von flüssigem Sauerstoff wird in der Aufnahme gut sichtbar. Flüssiger Sauerstoff ist paramagnetisch. Und wenn wir haben hier zwei Magnete, wenn wir hier zwischen diese beiden Magnete hineinschauen, sehen wir, dass der flüssige Sauerstoff von Magneten gehalten wird und nicht davonläuft. Ich meine, es wird jetzt immer weniger und weniger, weil er verdunstet. Aber wenn wir das gleiche Experiment mit flüssigem Stickstoff machen würden, dann würde nichts zwischen diesen Magnetplatten bleiben. Jetzt ist er verschwunden, weil er verdunstet ist. Und ich kann ihn mir noch einmal holen. Und hier ist er wieder. Wir haben jetzt hier flüssigen Stickstoff. Minus, wie viel? 196 Grad. Minus 196 Grad. Und füllen den jetzt auch in ein Dewar ein. Die Rauchschwaden hier sind jetzt im Prinzip wieder, ist wie Wasserdampf in der Luft, der also hier gefriert. Und das ist jetzt der Stickstoff. Der ist wasserklar. Und wenn wir jetzt unser Experiment wiederholen im Stickstoff, es siedet im Moment noch, weil es abgekühlt wird. Jetzt ist das Eisen, also das Metall, das wir hier haben, schon ziemlich abgekühlt. Und wenn ich das jetzt hier herausziehe,
dann sieht man, dass da hier zwischen den Magneten nichts ist. Und wenn ich hier hineingehe, hier drinnen bleibt der Sauerstoff dazwischen. Abschließend seien noch einige Anwendungsbeispiele für flüssigen Stickstoff und flüssigen Sauerstoff angeführt. Flüssiger Stickstoff wird verwendet, ganz allgemein formuliert, in der Kryotechnik. Das ist die Tieftemperaturtechnik in einem Temperaturbereich von weniger als minus 150 Grad Celsius. Darüber hinaus wird flüssiger Stickstoff verwendet zum Aufbewahren von Zellen und anderen biologischen Materialien bei sehr niedriger Temperatur für Laborarbeiten bzw. zur Tiefkühlkonservierung von Blut, Fortpflanzungszellen sowie anderen biologischen Proben und Materialien. Des Weiteren wird er verwendet zum Gefrieren von Nahrungsmitteln für den Transport durch Eintauchen in Flüssigstickstoff, der sogenannten Schockgefrierung. Als weiteres Beispiel sei angeführt, dass zum Beispiel an einem Abschnitt von Wasserleitungen gearbeitet werden kann, wenn aber dieser Bereich nicht durch Ventile vom Netz getrennt werden kann, kann man die zuführenden und die abführenden Wasserleitungen mit Hilfe von Flüssigstickstoff einfrieren. Auch in der Medizin wird Flüssigstickstoff verwendet, und zwar in der Kryotherapie, zum Beispiel um unansehnliche und möglicherweise bösartige Hautveränderungen, wie zum Beispiel Warzen, zu entfernen. Außerdem wird er auch noch eingesetzt zur Kühlung von Hochtemperatur-Supraleitern, und zwar auf eine ausreichend niedrige Temperatur, um eben diese Supraleitung zu ermöglichen. Und zu guter Letzt wird flüssiger Stickstoff auch im Bau eingesetzt, und zwar im Tiefbau, bei dem der Boden durch künstliches Gefrieren des Bodenwassers verfestigt wird. Und nun also auch noch Anwendungsbeispiele für flüssigen Sauerstoff. Flüssigsauerstoff ist als Oxidationsmittel ein üblicher Treibstoff für Raketen in der Raumfahrtindustrie, normalerweise in Verbindung mit Kerosin oder Flüssigwasserstoff als zu oxidierende Treibstoffe. Er ist in dieser Rolle nützlich, da der Sauerstoff einen starken spezifischen Impuls erzeugt. Der Flüssigsauerstoff hat eine Expansionsrate von einem Verhältnis 860 zu 1 bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und wird deshalb auch in manchen kommerziellen und militärischen Luftfahrzeugen als Quelle für Sauerstoff zum Atmen benutzt. Das war es auch schon mit der Vorstellung von Flüssigstickstoff und flüssigem Sauerstoff. Weitere Aha-Erlebnisse werden Sie in den kommenden Videos kennenlernen.